Holen Sie tief Luft und tauchen Sie jetzt ab in die faszinierende Unterwasserwelt des Rheins. Früher die Kloake Europas, leben heute fast 200 Tierarten im größten deutschen Strom. Wie ist der Rhein entstanden? Wie wurde er zur meistbefahrenen Wasserstraße Europas umgebaut? Warum dürfen wir sein Wasser trinken, aber nicht in ihm baden? Der Rhein, wie steht es um den Lieblingsfluss der Deutschen? Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Große Flüsse sind oft so etwas wie die Seele einer Nation. Sie prägen die Kultur. Entlang der Ufer siedeln sich gerne Menschen an. Und unser großer Fluss ist der Rhein. Nur noch vor 30 Jahren war der Rhein extrem belastet mit Umweltgiften. Er war fast todkrank. Doch inzwischen hat sich der Fluss erholt. Die Wasserqualität ist deutlich besser geworden. Man findet immer mehr Leben im Rhein. Und im Laufe der heutigen Sendung werden wir sowohl über als auch unter Wasser unseren großen Fluss bereisen. Und zwar von seinen Quellen in den Alpen 1230 Flusskilometer bis hinauf zur Nordsee. Wer ihm zu nahe kommt, lebt gefährlich. Knapp 30 Menschen pro Jahr ertrinken in ihm. 20 Millionen trinken aus ihm. Der Rhein ist Europas größtes Trinkwasserreservoir. Und manchmal kommt er den Menschen näher, als sie wollen. Zehntausende müssen fliehen, Milliardenschäden entstehen, wenn sein Wasser über die dicht besiedelten Ufer tritt. Und doch ist der Rhein der liebste Fluss der Deutschen. Was den Schweizer Thomasee in knapp 2400 Metern Höhe als unscheinbarer Bergbach verlässt, wird nach und nach zum größten Fluss Deutschlands. Dessen wunderschöne Täler die Touristen zum Schwärmen bringen und der als Europas Wasserstraße Nummer 1 ein Wirtschaftsfaktor von enormer Bedeutung ist. Über 35 Millionen Menschen leben allein in Deutschland in seinem Einzugsgebiet. Und in Duisburg liegt Europas größter Binnenhafen. Im Boom der 70er Jahre entstanden Siedlungen ganz dicht am Fluss. Und heute erzielen Immobilien mit Rheinblick Höchstpreise. Viele liegen mitten in Überflutungsflächen. Der Rhein aber lässt sich nicht verdrängen. So wie Mitte der 90er Jahre, als er zweimal kurz hintereinander alle Sperren überwand und sich seinen alten Raum zurücknahm. In Köln mussten rund 15.000 Menschen Häuser und Wohnungen verlassen. In den Hochwassergebieten entstanden Schäden in Milliardenhöhe. Wenn das Wasser kommt, muss der Mensch ohnmächtig zusehen. Doch wenn die Erinnerungen verblassen und die Ereignisse verdrängt sind, zeigt man stolz die Hochwassermarken wie Narben nach einer gewonnenen Schlacht. Einmal war der Rhein fast tot. Im November 1986 explodierte in Basel eine Lagerhalle der Chemiefirma Sandoz. Und bei den Rettungsarbeiten floss hochgiftiges Löschwasser in den Fluss und tötete fast alles. Zu dieser Zeit galt der Rhein als schmutzigster Fluss Europas. Geplatzte Ölleitungen oder die Einleitung ungeklärter Abwässer sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Vieles ist seitdem besser geworden, doch immer noch gibt es Unfälle, gelangen Stoffe ins Wasser, die nicht hinein dürfen. Denn von diesem Wasser leben Menschen. Rheinwasser, durch die Sand- und Kiesschichten der Ufer gereinigt, wird in Brunnen gefördert. Man lässt es wieder versickern, nochmals von den Uferschichten reinigen und pumpt es erst danach in die Wasserwerke. Dort braucht es dann viel Technik und viele Filter, um aus dem Rohwasser des Rheins wirklich Trinkwasser zu machen, das dann unbedenklich aus den Wasserleitungen von 20 Millionen Menschen laufen kann. Doch in Rheinnähe gibt es immer noch viele Gebiete mit intensiver Landwirtschaft. Und viele Winzer am Rhein glauben noch immer, nicht ohne Pflanzenschutzmittel auskommen zu können. Das alles gelangt dann irgendwann wieder in den Rhein. Vor 100 Jahren war der Rhein sauber und wurde intensiv als Freizeitraum genutzt. Badespaß am Rhein war schick und günstig zu haben. Heute zieht es die Menschen erneut an den wieder sauberen Rhein. Doch der Fluss hat sich gewandelt. Und so vergessen viele die tödlichen Gefahren der größten Wasserstraße Europas. Wenn sich etwa das Wasser bei vorbeifahrenden Schiffen erst zurückzieht und dann mit Wucht zurückströmt, kommen selbst gute Schwimmer in Schwierigkeiten. Und immer wieder scheint der Kick, sich schwimmend der Fahrrinne zu nähern oder den Schiffen sogar extrem nahe zu kommen, größer zu sein
als die Angst vor der Lebensgefahr. Und die ist sehr real. Der Rhein kann tödlich sein. Die unberechenbare Strömung und das Überschätzen der eigenen Fähigkeiten machen auch erfahrene Retter hilflos. In Deutschlands größtem Strom ertrinken jährlich rund 30 Menschen. Der Rhein wird selbst von erfahrenen Schwimmern unterschätzt. Und ich kann Ihnen mal zeigen, worin die Gefahr liegt. Die Strömung ist nämlich in der Flussmitte deutlich schneller, bis zu 10 Kilometer pro Stunde, als am Rand. Also man schwimmt am Rand, kein Problem, aber man kommt in die Mitte des Flusses. Dann gibt es das Problem der großen Schiffe, denn auch sie verändern die Strömung. Man wird oft hineingesogen in die Mitte und dann hat man wieder ein Problem. Und das dritte sind die sogenannten Buhnen. Das sind Aufschüttungen, die dienen dazu, dass der Fluss in der Mitte eine hohe Strömung hat. Aber das Tückische sind die Wirbel und Strudel. Als Schwimmer erkennt man sie nicht, aber wenn man da reingerät, hat man ein echtes Problem. Also alles in allem, der Rhein ist kein Freibad. Sein Wasser gehört eher den Muscheln, den Krabben und den Fischen. Und darum geht's jetzt. Zunächst einmal, der Rhein selber wird unterteilt in verschiedene Zonen. Da gibt es den Niederrhein, der geht bis Bonn, den Mittelrhein bis Bingen, den Oberrhein bis Basel, dann den Hochrhein und den Alpenrhein. Und wir beginnen unsere erste Reise beim Hochrhein, also genau hier zwischen Bodensee und Basel.